Willkommen zurück beim Terrenkonflikt. Wir sind in Trantor und nachdem ihr mir in der letzten Folge gesagt habt, dass das mit dem Dockwarenmanager gar nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, nämlich dass die Mod den Frachtraum erhöht, sondern nur die Verteilung innerhalb des Frachtraums, habe ich den ganzen Zirkus jetzt erstmal wieder rückgängig gemacht. Ich muss dann halt mit dem begrenzten Frachtraum leben, wenn er nicht mehr wird. Was ich dabei aber gesehen habe, ist, wo ist er jetzt? Hier. Dass ich hier unten WLS habe. Und Kommandokonsole, Handel, der macht Wegpunkte. Der hat schon mal versucht, Chips aus dem Reimwerk und Computerteile zu holen. Was er jetzt aber wohl nicht macht, weil er wieder mal falsch eingestellt ist. Ich würde sagen, ich lasse den jetzt erstmal sein. Kommando akzeptiert. Nein. Warte. WLS 83. Kommando abbrechen. Kommando akzeptiert. So. Dann habe ich nämlich wieder einen frei. Weil ich habe ja schon meine zwei Hansel, die hier Zeugs rüberbringen. Wer bist denn du? Verkaufe wahre Agnu-Fleisch. Ja, aber bestimmt nicht im Außenposten. Freundchen. Wie kommst du auf die Idee, dass du hier... Warte mal. Oh, das Außenposten. Stationseinstellung. Kommandokonsole. Händlersperre für Handelsvertreter. Ja. Warte mal, Verwaltung an Handelsvertreter, Stationseinstellungen. Ach so, das war ja der übliche Zirkus. Ja, hier hat keiner zu verkaufen, Freundchen. Komm, flieg mal wieder woanders hin. Das ist ein Universumshändler, wa? Ja, der kann sein Agnu-Fleisch ganz gepflegt woanders verkaufen. Warte mal. Kommandokonsole, Handel. So, Handelsbedingungen. Heimatsektor Heinrichs Nebel ist klar. Hast du irgendwo stehen Ausnahmen? Handel in Sektoren der Argon, ja. Wie bitte? Freundchen? Ja. Naja, die Yaki? So. Aha. Hä? Handel nur mit fremden Stationen, müsste ich ja dann auf Ja stellen. Weil er soll ja nicht mit eigenen machen. Händlersperre generell nicht beachten, nein. Niemals nein? Das war doppelt, warte mal. Händlersperre generell beachten... Ja. Also nicht beachten, nein, heißt, dass er diese Händlersperre beachtet. Ja, genau, du sollst niemals nicht die Händlersperre nicht beachten. So. Ist mir egal, wo du hinfliegst, aber nicht hierher. Naja, mal sehen, das wird doch schon merkbar dann... Theoretisch ist doch an allen Stationen eingesagt, oder ich habe das eigentlich allen mal gesagt, dass sie hier nichts zu suchen haben. Warte mal, wer fliegt denn da? Paulchen? Docke an Otas Außenposten? Paul? Warum hast du abgedockt? Ich habe dir das nicht gesagt. Hier, Sprungantriebsknecht. Der ist unterwegs. Docke an, Terrakorp Hauptquartier, jawohl. Notsignal von Gunnes Kreuzzug. Gunnes, warte. Stationseinstellungen. Gib mir mal bitte ein paar Energiezellen. Och, habe ich eigentlich genug. Ah, warte, ich nehme lieber mit. Energiezellen, transferiert. Lieber haben und nicht brauchen? Wow! Als brauchen und nicht haben. So, mal gucken, was uns in Günther erwartet.
Ach, Kleinkram. Warte, die holen wir ein. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Ach, warte. Haben die den rausgeschmissen, weil sie gerade große Schiffe bauen? Bundeskreuzzug. Der baut doch Frachter. Haben die den rausgeschmissen, damit Platz ist für die Frachter? Nein, wa? So. Ja, und während ich dahin fliege, schaue ich jetzt noch mal. Warum blinkst du schon wieder? Ich habe doch zwei Fleischer. Du zum Beispiel. Zum Computerwerk. Da müsste ich mal gucken. Kommando-Konsole, Handel. Verbraucher. Oh, warte, ich kann einen hinzufügen. Dann gebe ich dir... eingehende Nachricht. So, ich kann noch einen hinzufügen? Okay. Eingehende Nachricht ist... Sprungantriebsknecht. Warte, ich kontrolliere dich gleich. Aber erstmal frage ich die Jungs, was die hier machen. Pirat, Harrier. Kein Ziel. Keine Information verfügbar. Ja, du könntest viel schneller sein, wenn du wolltest. Hat dir dein Chef einfach keine Ausrüstung gegeben? Morgen. Ziel aufgeschaltet. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Flüssigkeitsversorgung fällt aus. Ah? So ein Loch im Schiff ist wirklich atemberaubend. Asteroid. So. Was habt ihr schön fallen lassen? Ah ja, Banshee-Rakete und Raumkraut. Banshee-Rakete. Zählt das auch unter Legalized? Banshee-Rakete. Raumkraut. Was? Kein Ziel. So. Asteroid. Banshee-Rakete. Frachtraum enthält nun Banshee-Rakete. Asteroid, Banshee-Rakete. Frachtraum enthält nun noch eine Banshee-Rakete. Frachtraum enthält nun Banshee-Rakete. Danke. So, finde dich mal. Du bist in Heimat des Nichts. Okay. Gelandete Schiffe. Du hast Sprungantrieb, Transporter, Spezialsoftware. Tatsache, die sind alle fertig. Cool. Hä? Achso. Achso, kompatible Raketen, ja. NAV-Software, Spezialsoftware, Sprungantrieb, Transporter, 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal, da hast du hier aber mehr drin gehabt. Info. Ach ja, Laderaumerweiterung, ja, ja. 1, 2, 3. Das brauchst du ja alles gar nicht. Stimmt, den hatte ich. Stimmt, das war ja doch der alte. Alles klar. Gut, pass auf, Freundchen. Kommandokonsole. Wenn ich dir jetzt eine Heimatbasis gebe. Brauche ich ja eigentlich nicht. Ich muss ja,
Warte mal. Handel? Nee, Quatsch. Heimatbasis? Muss ich dir ja das Ausrüstungsdock geben? Ach, schade, kann ich nicht. Kann ich nicht. Weil, ich muss ja meine Schiffe hierher schicken, um den Frachtraum zu vergrößern. Na gut. Dann kriegst du keine Heimatbasis, sondern dann kriegst du Docker an. Ausrüstungsdock. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Dann kann ich nämlich wenn du hier fertig bist, damit die Geier runterschicken? Genau. Dann kriegen die einen vergrößerten Frachtraum, werden ausgerüstet und dann juppiahe. Oh, warte mal. Dann muss ich ja noch für Schilde sorgen. Ich brauche eine 25er Schildfabrik. Mittlerer Schild, da. Null. Er hat aber genug. Energiezellen könnte ich dir mal rüberschicken. Warte mal, ich habe doch einen Frachter zu viel gehabt, wa? Da. Ich habe sogar drei Frachter zu viel. Kommando. Docker an. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Bring dir mal Energiezellen rüber. So. Und ich bin hier fertig. Dann hole ich mir mal Montala. Da war ich auch, oh, da war ich noch nie gewesen. Da ist doch gar kein Satellit. Stromantrieb wird geladen. 10%, 20%, da gibt es lukrative Aufträge. 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Initiiere Sprung. Erreiche System. Montala. So, oh, das Bauauftrag. Agrarzentrum. Siliziummine. M. Beta. Der ist zu weit weg. Agrarzentrum. Sie sprechen mit dem automatisierten... Frank! Schön von Ihnen. Es mag sein, dass Sie diese Aufgabe etwas problematisch finden werden. Ein Glückspalast. Hier. In Montala. Du weißt, dass er nicht lange hält, oder? Warte mal, ich gucke mal ganz schnell nach. Fabrik. Nach Rasse. Das sind die Teladi. Glückspalast M. 1,5 Millionen. 6,6 Millionen. Klingt gut. Das Ding baue ich dir. Wird zwar kurzlebiges Vergnügen, aber... wo muss ich denn jetzt hin? Galaxiekarte. Abgeliefert hatte ich dich zuletzt. Wolkenbasis Südost, Schiffswerf. Hallo, Kommando, Kommandokonsole, Navigation. Springen, wo müssen wir hin? Profitbrunnen, CEO's Geist, PDNI. CEO's Geist. Hallo. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Thema erledigt. Was ist das für die Linie da? Ach so, Clipping-Fehler. Ja, gut. Das hier auch. Da kann man mal sehen, wie das zusammengesetzt ist. Ja? Technik, die begeistert. So, was hast du jetzt so schön mit? Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Ja, da würde ich erstmal sagen, Hallihallo. Hallihallo. Ich übermittle jetzt die angeforderten Informationen. Werden Sie die Aufgabe übernehmen? Nee. Wenn ich dir Manta gebe, dann willst du einen zweiten Teil machen und der wird dann Mist. Sie sprechen mit dem Automatik. Was soll sein, Pilot? Schön von Ihnen. Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? Gewachsen bin ich der schon, aber ich habe keinen Bock drauf. Sie sprechen mit dem Auto. Was soll sein, Pilot? Nein.
Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Benötigen die Teladi. Diese Mission wird von Ihnen keinen großen Aufwand erfordern. Gibt es ein für Sie profitables Angebot? Wenn ich den Auftrag annehme, krieg ich dann dort eine Landerlaubnis geschenkt? Ich bin mir jetzt absolut nicht sicher. Sie sprechen mit dem automatisierten... Lassen Sie und derzeit wollen Sie von diesem Geschenk... Nein. Also ich würde den Auftrag machen... Sie sprechen mit dem Auto... Was soll sein, Pilot? Nein. Gut. Dann bist du dran, ne? Aha. Du schießt dich schon warm? Pirat, Hightech-Trans... Zielerfassung. Zielerfassung. Kein Ziel. So. Leute, lasst ihn leben. Ich will ihm eine Chance geben, aufzugeben. Also ich bin mir jetzt echt nicht sicher, wenn die mir sagen, dock da an, ob ich dann da eine Landerlaubnis kriege. Nicht, dass die Mission deshalb scheitert und ich schlechten Ruf kriege. Aufgeschaltet. Weil ich da nicht rein darf. Tja, der steigt wohl nicht aus. Im Namen unseres Präsidenten und Senators dankt Ihnen die Argonische Föderation für Ihre Hilfe gegen diesen Eindringling. Als Belohnung erhalten Sie 5000 Credits. Und als Belohnung bekomme ich eine Partikelbeschleunigerkanone. Frachtraum enthält nun Partikelbeschleunigerkanone. Danke. So, Sturmbringer sieht teuer aus. Nö. Als Zyklon sieht teuer aus. Zyklonrakete. Da drüben. Wo? Morgen. Frachtraum enthält nun Sturmbringerrakete. Na gut, das habe ich beide. Okay. Gut. Ach so, warte mal, haltet mal an hier. Nordtor. Südtor. Ich wollte ja hier noch einen Satelliten rausschmeißen. Ich bin ja nicht umsonst hergekommen. Ihr lenkt mich ab mit eurer Beute, wisst ihr das? Liebe Piraten. Seid mal ein bisschen weniger freigebig, damit ich auch noch ein paar Gehirnzellen frei haben kann für das, was ich machen wollte. So, erweiterter Satellit. Eingehende Nachricht. So. Passt. Eingehende Nachricht, das ist mein Orca. Nein. Okay, der ist zu Hause. So. Thema erledigt. Argon, Militär, Titan. Wow. Na, einen Sektor nehmen wir noch mit. Nopileo. Oh. Oh. Ich sag mal guten Morgen. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30. Waffensysteme verweigert. Sicher ist sicher. Ich will nur mal guten Tag sagen. Erreiche System. Nopileus Memorial. So, mal gucken. Kea? Mamba? Wo sind eure großen Kumpel? Demeter ist okay. Ach komm. Mit dem bisschen Schrott mache ich den Laden doch platt. Wo sind eure Großen? Die können ja ganz vorsichtig durchfliegen, ja? Drei Tore. West, Ost, Süd. Genau.
Okay. Hier am Tor ist auch keiner. Das Tor kenne ich schon. Wo sind denn die? Eingehende Nachricht. Ah, ein Zentaure ist da. Na ja, gut. Zentaure krieg ohne... Aha. Da kommen sie jetzt. Eine Karacke? Wo kommen die denn her? Hartig was glaube. Okay. Ich schätze mal, der sollte der Sektor gar nicht so schwer sein. Ja. Ein paar Stationen platt machen. Die Station hier ist die wichtigste. Meine eigene Station hinklatschen und dann sagen, es meins. Und da ist auch nichts. Ja doch, der Kake. Okay. Ja gut. Muss ich mir mal vormerken. Deiner Chance kennen wir. Oh, hallo. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, was 40, wollt man kaufen? 50%, Glücksfabrik. 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Mist. Erreiche System. Splitfeuer. Hat die jetzt noch gekauft? Fracht. Kein Glückspalast. 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 Gekauft. Danke. So, war doch Glückspalast, wa? Ja. So. Pirat, Elite. Guten Morgen. Ziel aufgeschaltet. Pirat, Kea. Das ging aber schnell. Du bist Elite. Pirat, Elite. Nee, das steigt nicht aus. Na gut. Asteroid. So. Meint es. Ah ja. Wie bitte? Asteroid. Wieso hab ich... Frachtraum enthält nun Mantis-Rakete. Ja, warum auch immer. Warum habe ich den hier nie gescannt? Silizium. Welche Fabrik waren das hier, Splitfeuer? Kristalle? Ach ja! Meine Brennerei. Energiezellen, Argenfleisch, Kahuna und Raumsprit immer leer. Naja, gut, hat sich nicht gelohnt. Würde ich sagen, fliege ich wieder nach Hause. Nichts! Geschafft heute. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, so. 80, 90. Initiiere Sprung. Den machen wir nächstes Mal. Erreiche System. Trantor. Warte mal, ich werde meine Erinnerung einrichten. Und zwar Kommandokonsole. Navigation, springst du mal nach Montala zu Position hier. Genau. Kommando akzeptiert. Da kriege ich über nächstes Mal eine Nachricht, dass er angekommen ist. Und dann weiß ich, was ich zu tun habe.
Und bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Danke für Ihre Tipps und Kommentare. Macht's gut. Genießt den Tag. Und vor allem, 3 Kilometer reicht. See you later. Undock-Vorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt.